Liebe Gutmenschen, einerseits den Begriff des Nationalsozialisten so stark zu dämonisieren, sodass es jeden Deutschen, der als einer bezeichnet wird, zum Abschuss freigibt, andererseits aber wieder den Begriff relativieren, indem man Einwanderungskritiker als Nazis bezeichnet. Ihr müsst euch schon entscheiden, liebe Gutmenschen. Kann sein, dass ich tatsächlich meinerseits nicht. Dann seid ihr einfach so dumm, dass ihr es für total normal haltet, dass man Rassist ist. Das mag sein, das liegt dann an eurem Bildungsstand. Aber dann unterhaltet euch mal mit so einem durchschnittlichen Flüchtling, der ist ganz sicher schlauer als ihr. Okay, zwei Fragen. Wer ist jetzt wieder ihr und was ist ein durchschnittlicher Flüchtling? Meinen Sie den durchschnittlichen Flüchtling, der weder lesen noch schreiben kann? Der die Behörden bescheißt, der Frauen belästigt und vergewaltigt? Der mit dem Taxi, der Bahn oder dem Bus quer durch Deutschland fährt? Meinen Sie die vielen Zahnärzte, Ingenieure und Raketenwissenschaftler aus Syrien? Meinen Sie den Flüchtling, der 20 Identitäten hat? Meinen Sie den Flüchtling, der Meister im Aufspüren von verlorenen Geldbörsen ist? Meinen Sie den Flüchtling, der, um ein Kriegsgebiet zu verlassen, 6 sichere Staaten durchqueren muss? Meinen Sie den Flüchtling, der seine Familie in ein Kriegsgebiet zurücklässt? Meinen Sie den Flüchtling, der zwischen 18 und 31 Jahre alt, männlich und gut genährt ist? Oder meinen Sie den Pyroflüchtling, der seine eigene Unterkunft abfackelt? Meinen Sie den Flüchtling, der Urlaub in dem Land macht, aus welchem er geflohen ist? Meinen Sie den Flüchtling, der seine Unterkunft verlässt aufgrund von Geistern? Dann kommen mal die Argumente, wir sind hier nicht Sozialamt der Welt oder irgendwas. Nee, richtig. Wir waren die Sozialhilfeempfänger der Welt. Guckt euch doch mal die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg an und was eure geilen Vorbilder hier verzapft haben. Die ganze Scheiße, die ihr hinter mir seht, ist doch das Ergebnis vom Zweiten Weltkrieg. Alles lag hier in Schutt und Asche und die Deutschen hatten keine Kohle, das aufzubauen und hatten kaum Freunde in der Welt. Auf einmal kam die ganze Welt an und hat uns die Kohle in den Arsch geschoben, damit wir hier wieder ein Land aufbauen können. Allein das Thema Zweiter Weltkrieg würde schon wieder ein abendfüllendes Thema werden. Auf einmal kam die ganze Welt an und hatten sie Kohle in den Arsch geschoben. Sicherlich, wir kennen alle die Geschichten, wie Syrien, der Irak, Afghanistan und afrikanische Staaten uns das Geld in den Arsch geschoben haben. Selbst die offizielle Geschichtsschreibung ist längst nicht so dreist. Dort spricht man dann eher von den USA, die uns die Hand gereicht haben. Das übrigens auch nicht umsonst. Wir können ja mal abgesehen von dem alliierten Geld auch ein paar andere Leistungen benennen. Die Alliierten haben 2/3 von Deutschland kaputt gebombt. Der Schuttberg im Lande wurde auf 500 Millionen Kubikmeter geschätzt. In einigen Städten hat man einen regelrechten Feuersturm entfacht, dem hunderttausende Zivilisten zum Opfer gefallen sind. Es gab Massenvergewaltigung durch die Mongolen, Russen, Amerikaner und anderen Alliierten. Es gab die Rheinwiesenlager, wo man 800.000 bis 1 Million deutsche Soldaten verhungern lassen hat. Es wurden Gebiete abgetrennt, die Elend, Verfolgung und Tod mit sich brachten. 3 Millionen mindestens starben durch Vertreibung, Verschleppung und Mord. Hauptsächlich zwischen 1945 bis 1947. Mindestens 1,6 Millionen Kriegsgefangene kamen in der Sowjetunion an. Den Deutschen wurde das Gold gestohlen. Den Wert des Goldes schätzt Gustav Wilhelm Hansen auf 300 Millionen Dollar. Die klugen Köpfe der Deutschen haben sich die Alliierten ebenfalls einverleibt. Patente, Erfindungen und Firmengeheimnisse wurden durch T-Forces und der Field Information Agency Technical gestohlen. Maschinen und Anlagen wurden abmontiert und den Deutschen wurde verboten, an bestimmten technischen Dingen weiterzuarbeiten. Zu den Produkten, an denen die Amerikaner besonders interessiert waren, zählten Windkanäle, den amerikanischen weit überlegen, Dieselmotoren, synthetischer Gummi, synthetischer Treibstoff, Optik- und Elektronenmikroskope, Röntgenröhren, Keramik und Farben. Geschätzt wurden auch Textilien und Garne, über die ein Fahnder urteilte, sie hätten kein kommerzielles Gegenstück in den USA. Und wir haben hier geschlafen. Zum Beispiel wurde Ruhrkohle in den Jahren 1945 bis 1947 für 10,5 Dollar je Tonne exportiert, obwohl die Weltmarktpreise zwischen 25 und 30 Dollar lagen und die deutsche Bevölkerung jämmerlich fror. Nach Schätzung des amerikanischen Autors John Gimbel wurden bis Oktober 1947 über 75% der westdeutschen Exporte nicht bezahlt. Man müsste dafür wohl mindestens 3 Milliarden Reichsmark bzw. D-Mark veranschlagen. Wofür sollen wir uns nochmal bedanken? Wir haben das immer noch nicht hingekriegt und haben gesagt, ey, liebe Italiener und Türken, kommt her, wir geben euch voll geile Jobs.
und haben ihnen für den Hungerlohn scheiß Jobs gegeben, damit die das Land wieder aufbauen. Die haben dann Seite an Seite mit den Deutschen hier gearbeitet, klar, im Bergbau und so weiter. Das war nicht der deutsche Verdienst. Das waren Milliarden aus dem Marshallplan und so weiter. 8. Mai 1945, Stunde 0. Bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Zwei Drittel Deutschlands sind zerstört. 11 Millionen Deutsche in Kriegsgefangenschaft. 25 Millionen Deutsche auf der Flucht aus Preußen, Pommern, Schlesien, dem Sudetenland und anderen deutschen Gebieten, vorwiegend im Osten des Deutschen Reiches. 3. April 1948. Die Westmächte rücken von der Deindustrialisierung Deutschlands ab. Das European Recovery Program, Marshallplan, tritt in Kraft. 21. Juni 1948. Währungsreform in den Westzonen. Die D-Mark wird eingeführt. Der deutsche Außenhandel beginnt wieder. 1950. Deutschland erreicht trotz der fehlenden Ostgebiete in den vier Zonen wieder die Wirtschaftsleistung von 1936. Die Arbeitslosenquote in Deutschland beträgt 12,2%. 1952. Im Westen Deutschlands ist das Wirtschaftswunder in Gang gekommen. Hohe Wachstumsraten, deutsche Innovationen und der Marshallplan führen zu hohem Wirtschaftswachstum und dem Aufstieg Deutschlands zu einer führenden Industrienation. Bis 1952 fließen 13,1 Milliarden US-Dollar aus dem ERP-Marshallplan in die Staaten der OEEC. Deutschland zählt seit 1952 nicht mehr zu den bedürftigen Staaten. 1953. Die italienische Regierung bittet in Deutschland um die Erlaubnis, Arbeitskräfte nach Deutschland schicken zu dürfen. Dadurch soll das Außenhandelsdefizit mit Deutschland abgebaut werden und durch die Heimatüberweisung der Italiener in Deutschland die Devisenkassen gefüllt werden. 1955. 0,4% der Arbeitskräfte in Deutschland sind ausgehandelt. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,6%. Der Abstimmung aus dem Wirtschaftsministerium schließt das Außenministerium nach 2 Jahren aus Italien ein Abkommen über den Austausch von Arbeitskräften in Italien. Das Abkommen soll Pilotcharakter haben. 1959. Deutschland ist die zweitgrößte Industrienation der Welt nach den USA. Das Wirtschaftswunder ist vollendet. 1960. In Deutschland wird die Vollbeschäftigung erreicht. Das Abkommen mit Italien hat bis dahin kaum eine Wirkung gezeigt. Die Anwerbung von Arbeitskräften aus Italien ist im Wesentlichen nicht in Gang gekommen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 1,3%. 1960. Weitere Staaten, die im Handel mit Deutschland hohe Defizite aufweisen, dringen auf Abkommen, die es Arbeitskräften ermöglichen sollen, in Deutschland zu arbeiten. Besonders Portugal, das in diesen Jahren fast von Hungersnöten gebeutelt wird, und das Entwicklungsland Türkei, das von einer Wirtschafts- und politischen Krise in die nächste schlittert, machen Druck auf das deutsche Außenministerium, derartige Abkommen zuzulassen. 1961, das von der Türkei gewünschte Anwerbeabkommen, wird unterzeichnet. Es wird vertraglich festgeschrieben, dass jeder türkische Arbeiter maximal 2 Jahre in Deutschland arbeiten kann und dann zurückkehren muss, in Klammern Rotation. Es wird vereinbart, nur Menschen aus dem europäischen Teil der Türkei aufzunehmen. Ferner wird in Abweichung zu den Anwerbeabkommen mit europäischen Ländern der Familiennachzug bzw. die Familienzusammenführung in Deutschland vertraglich ausgeschlossen. Trümmerfrauen. Während die meisten Männer im Krieg gefallen oder noch in Kriegsgefangenschaft oder in den Lagern der Sowjetunion verblieben waren, lebten in den Trümmern der zerstörten Städte überwiegend Frauen und Kinder. Doch diese deutschen Frauen machten sich direkt nach der Kapitulation einen Wiederaufbau. Obschon die Verwüstung dramatisch war, säuberten diese deutschen Frauen gemeinsam mit kleinen Kindern noch verwendbare Steine, schafften den Schutt aus den Städten, richteten Wohnraum wieder her und arbeiteten in den Fabriken, die noch produktionsfähig waren. Kurz nach dem Krieg hatte es noch ernsthafte Pläne gegeben, die am stärksten zerstörten Städte aufzugeben und an anderer Stelle komplett neu aufzubauen. Die Bemühung allein der deutschen Bevölkerung führte dazu, dass von diesen Plänen abgelassen wurde und der Wiederaufbau der deutschen Städte wieder ins Auge gefasst wurde. In den 70er Jahren fing es dann an, dass wir nicht mal mehr ordentliche Scharfschützen und Sicherheitsbehörden hatten, auf die wir heute so voll stolz sind. Die Israelis haben uns Leute ausgeliehen, die dann hier MEK, SEK, GSG 9 und so weiter mit ausgebildet haben, damit wir überhaupt mal was zu Potte kamen. Ja, warum hatte Deutschland denn keine vernünftigen Scharfschützen oder Spezialeinheiten oder Sicherheitsbehörden? Warum? Könnte das vielleicht etwas mit dem Besatzungsstatut der Alliierten zu tun haben? Bis 1955 durfte die Bundesrepublik zwar kein Militär unterhalten, wollte aber eine eigene Grenzschutztruppe und eine Polizei auf Bundesebene aufbauen.
Die alliierten Besatzungsmächte ließen aufgrund des Besatzungsstatuts aber zunächst nur Bereitschaftspolizeien auf Länderebene zu. Abgesehen davon verfügten die drei westlichen Besatzungsmächte bereits seit 1945 über aus Deutsche bestehende militärisch organisierte Hilfsverbände, zum Beispiel den deutschen Minenräumdienst unter britischer Aufsicht, die teilweise bewaffnet waren. Diese sogenannten Dienstgruppen umfassten 1950 145.000 Mann und bestanden zum Großteil aus früheren Kriegsgefangenen. Der Artikel ist zwar von Wikipedia und reicht dementsprechend nicht alleine aus als Information, nur sollte dieser Gedankengang den meisten Leuten schon schlüssig erscheinen, dass die Besatzungsmächte nicht so ein großes Interesse an einer Wiederbewaffnung oder dem Aufbau von Spezialeinheiten in Deutschland hatten. Aber mal eine andere Sache. Du willst uns also weismachen, dass die Deutschen, die mit der Wehrmacht und Waffen-SS die besten Armeen im Zweiten Weltkrieg stellten, nicht in der Lage waren, vernünftige Scharfschützen oder Eliteeinheiten aufzustellen, bis dann die gütigen Israelis kamen und diese ausgebildet haben? Okay, wer hat denn damals die Israelis ausgebildet und unterstützt? Natürlich die USA. Da schließt sich dann wieder der Kreis. Und heute liefern wir die Waffen in die ganzen Gebiete der Welt, wo dann Leute erschossen werden. Und wenn die Kinder von denen heulend wegrennen. Immer mehr Flüchtlinge kommen nach Europa. Die Bilder, die wir sehen, lassen uns keine Ruhe. Es sind Familien mit Kindern. Ja.